Hallo. Aber das war ja gar nicht groß. Das war ja wirklich nur so ein ganz kleines Areal. What the fuck? Ja, ich bin hier. Hi. Was zum... What? Blutige Hände. Bin ich jetzt auf Droge oder was ist jetzt los? What the fuck? Oh, da kommt noch jemand. Habe ich gerade noch aus der Scheibe gesehen, aber der kommt nicht rum. Warum nicht? Kommst du? Da hinten haben wir noch was. Hier haben wir noch. Oh, cool. Können wir den gleich wieder verwerten? Eigentlich mega. Aber wie gesagt, hier war ich ja tatsächlich. Will ich nicht, du. Ihhh. Wenn ich einmal dran lecke, ist ja alles ab. Was? Quest begonnen? Muss mal ganz kurz, Sekunde. Hallo, ich hänge ja noch fest. Ist das so? Wer ist denn? Die Qual. Du bist wieder so einer, ne? Junge. What? Der ist einfach hier gespawnt. Direkt vor meiner Nase. Warum noch nicht? Alter, was ist denn hier passiert? Da, ich muss alles einsammeln, Sekunde. Oh Gott. Ja, was seid ihr denn für Typen? Ja, bitte stirb, mir auch egal. Fertig? Nein. Warum frage ich überhaupt? Natürlich sind wir noch nicht fertig. Die kommen von hier, ne? Warum kannst du jetzt auch mal schießen? Ist das so? Konnte nicht. Tut mir leid. Konnte nicht. Tut mir leid. Bla bla bla. Da lang? Ne, davon ist ja nur der Ausgang. Ich muss ja eh einmal so rum, wenn ich das machen möchte. Hallo? Hallo? Was? Ist da draußen noch irgendjemand bei Verstand? Nein! Los, komm zur Sprechanlage! Welche Sprechanlage? Die hier? Ja. Jemand da? Ja, hi! Die Sensoren haben einen starken Aktivitätsanstieg registriert. Dann wurde es plötzlich still. Hallo, hier bin ich. Oh, wow, eine Antwort! Hilda. Damit habe ich nicht gerechnet. Moment, willst du mir sagen, du hast all die Verlorenen allein ausgelöscht? Ja, sonst könnte ich nicht mit dir reden. Oh, ich habe so viele Fragen. Wie, womit und... Nein, konzentrier dich, Hilda. Hilda. Ich könnte jemanden gebrauchen, der so gut kämpfen kann. Für? Hey, Lust auf eine Wanderung? Wohin? Ich meine, ich kenne dich nicht, aber wohin? Sorry, aber das klingt mir allzu verdächtig. Mach mal langsam, Verlorene. Sind das diese Dinger? Ja, aber darüber sollten wir später reden. Du Warum? Wirst alles verstehen, wenn du zu mir kommst. Ich will erst mal wissen, wer du bist. Bist du eine Vault-Bewohnerin? Das hier ist doch Vault 63, oder? Wie scharfsinnig. Es ist kompliziert. Du stehst am Eingang zum Vault, aber das ist nur Was? Die Spitze des Eisbergs. Das ist nur der Eingang? Zuallererst sollten wir uns treffen. Wo? Bitte, wo? Perfekt. Naja, komm. Was wollen wir verlieren? Der Eingangsbereich, in dem du stehst, war früher ein System, um Güter schnell in den restlichen Vault zu transportieren. Mhm. Aber wie du siehst, ist er eingestürzt. Du musst zu einem anderen Eingang in der Nähe des Vault-Atriums gehen. Oh, die Dinger. Du musst bloß über die Hügel im Süden.
Halte Ausschau nach dem Eingang zum Shenandoah-Nationalpark. Falls du einen Anhaltspunkt brauchst, aha, orientiere dich an dem riesigen, bedrohlichen Sturm am Himmel. Aha, was? Der Eingang liegt unter einem Anwesen genau in der Mitte des Nationalparks und des Sturms. Ist das die Quest, die ich denke, dass es die ist? Nicht zu verfehlen. Ich glaube, das ist die Quest. Okay, nach Süden. Oh, Entschuldigung. Okay, nach Süden in einen stürmischen Park. Dann zum Anwesen in der Mitte. Alles klar. Oh, natürlich. Klar, war ja, ne? Klar. Das ist also die erste Quest in Vault 63. Und davon sind gerade super. Gerade Level 7000, habe ich das gerade richtig gesehen? Oh mein Gott. Okay, das ist die Quest, aber die wollte ich noch gar nicht machen. Into Lands Unknown. Also ich werde sie noch machen. Ich will sie auch machen. Nur zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich sie noch gar nicht machen. Cool, dass wir sie erstmal haben. Aber ich würde jetzt mal ganz gerne die Quest hier abschließen, wenn ich ehrlich sein soll. Dass wir hier vorne soweit alle Questen wie möglich haben. Und ehrlich gesagt, ich habe auch schon die Hauptstory komplett aus den Augen verloren. Ja, genau. So, wo ist denn eigentlich diese... Wo bekomme ich... Zufluchtsquest. Schließe Code Blue ab. Schließe gegenseitige Hilfe ab. Responder, Blutadler, Skyline Dry, sonstige. Sind das Nebenquesten? Sonstige. Was haben, wie heißen die beiden Questen? Gegenseitige Hilfe und Zufluchtquest. Die habe ich doch mal irgendwo gelesen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo. Sonstige. Oder habe ich die noch gar nicht? Finde einen Weg in den Damm von Grafton. Können wir auch noch machen. Optional. Finde die Postrose. Folge den Weg der Aufseherin. Die haben wir ja auch noch. Achso, das war's schon. Nukeschein, liest den Nukeschein-Etikett in deinem Inventar, Bürgermeister einem Tag, schließt die Operationen von der Karte ab und Hauptadler. Aber wo ist denn Code Blue? Das muss ich mir wahrscheinlich nochmal angucken, weil ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer, wo ich die finde. Okay, warte mal. Guti, wir haben erstmal hier draußen alles mitgenommen. Haben wir schon die Aufgabe fertig. Also das war Vault 63, der neue Vault in, also schon etwas älter, weil das Update kam glaube ich vor 3 Wochen oder so, aber ich habe es jetzt erst gesehen. Ah, das ist mir beim ersten Mal auch gar nicht klar geworden, dass es eigentlich der Vault 63 ist, der in das neue Gebiet führt. Okay, gut, schade. Hätte mir schon früher auffallen können, aber ist auch völlig egal. Kümmere dich um den ehemaligen Raider. Was? Wenn wir schon mal hier sind, nehme ich die mal schnell fix mit, würde ich sagen. Gut. Oder auch nicht gut. Die Frage ist, gehen wir jetzt erstmal zu... Ja, komm, wir glauben jetzt... Ja, wir gehen erstmal zu denen. Und hier kommen wir noch nach oben. Was ist denn hier oben? Was ist... War... Hä? Genau, da waren wir ja auch schon. Ach so, du bist einfach nur ein Truck, aber... Hä? Wait, das ist... Das ist fucking weird. Wo bin ich denn hier gelandet? Ziegelsteine, Miegelsteine, sage ich immer. Wir haben noch die Dings, ne? Die Airdrops, die wir auch noch theoretisch nutzen könnten. Chillig, chillig, chillig hier. Sieht doch echt entspannt aus. Was ist hier? Schraubenschlüssel. Ja, nee, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das sieht aus wie ein Schaltkreis oder irgendwas demgleichen. Und sonst können wir hier noch irgendwas einsetzen. Vielleicht für eine spätrige Quest. Naja, egal. Wir haben was anderes zu tun. Wir wollten dahinter zu dieser Aufgabe. Aber ja, schön, dass wir es gesehen haben. Schön, dass wir hier waren. Da bin ich erfreut. Sonst gehen wir erstmal irgendwo dahinter, so in diese Richtung. Naja, ja, tralalala.
So. Wir haben vorhin da irgendwo ein Zelt oder Haus, Militärstützpunkt oder einfach nur so ein normales Häuschen. Kann ja alles möglich sein. Die ganze Karte, ich meine, hier gibt es so viele kleine Punkte, die haben wir noch gar nicht alle gesehen. Die haben wir noch gar nicht alle gesehen. Sonst wieder so ein kleiner Grafikbug. Wir gehen erstmal da runter, dann würde ich sagen, wir gehen da nicht hin. Ich habe doch gerade eine Brandbestie. Nein. Das hat mich gesehen, ne? Natürlich hast du mich gesehen. Natürlich hast du mich gesehen, oder? Nein, hat mich nicht gesehen. Es fliegt aber nur los. Okay, ich hatte schon... Wo kommt denn der Rauch her? Ich habe keine Ahnung. Was ist hier oben? Was gibt's hier Schönes? Was ist das? Striker Row. 22 Erfahrungspunkte. Was gibt's denn hier? Nee, nicht wirklich. Sonst hätte ich nicht so offen hier gestanden und hätte auf den geschossen, du. Was? Danke. Wer schießt denn hier? Boah, wieso gibt es so viele Legendäre? Boah, bist du so stark? Das Licht ist ewig. No. Oh lol. Okay, Neo, was ist das? Ein Paket für... Potenzielle Bedrohung ausgeschaltet. Erteile Kampfempfehlung. Ich weiß gar nicht, wo ich hin... Leute, schild mal, ich weiß da gar nicht, wo ich hinschieße. Ich sehe da gar keinen. Mega uncool. Und das war's jetzt hier schon. Ich habe jetzt ja auch einen Legendär und den getötet. Und dann easy peasy lemon squeezy, bist du fertig, oder? Wie sieht's aus? Was ist der Plan? Was ist der Gedanke? Nein, die Strich kaputt. Ich habe ja noch 66, ne? Ach, come on. Dein Ernst? Kannst du bitte sterben? Ja komm, hier tötest du mich ja nicht, ne? Ach, das wird immer neu ge... Das wird immer neu getriggert, ich verstehe. Ganz kurz einmal nachladen. Haben wir ja mittlerweile schon genügend Schuss. Haben wir sonst noch irgendwas? Ein Zahnrad könnten wir vielleicht auch gebrauchen. Das war knapp. Aber hier gibt es sonst... Ach so, das ist ja... Es sieht aber so aus, als hätte ich das schon. okay, cool. Lassen wir alles hier. Sonst haben wir den Ort auch abgeklappert, ne? Dann würde ich jetzt... Ne, da ist noch eine Kiste. Sonst würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach straight up da hin zu dieser nächsten Aufgabe, die wir haben. Oh. Aber ich werde mir jetzt nicht in der Brandbestie annehmen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe gar keine Lust, mich mit einer Brandbestie anzulegen. Feier ich nämlich gerade weniger. Ah ja. Oh, ist das süß. Ich höre hier irgendwas. Was war denn das? Also irgendeiner hat hier gestöhnt, ganz laut. Aber ich weiß nicht, wer... Und was ist denn das hier? Eine Kochplatte? Okay, da ist nichts mehr drin. Scheine mir nicht so... Also vielleicht war das ja mal ein Stützpunkt oder irgendwas dergleichen. Na, da cool. Vielleicht war das ja mal ein Stützpunkt hier. Kann ich mich eigentlich von der Brandbestie verstecken? Oh, hi, ne? Okay, hier scheint aber nicht wirklich irgendwas zu geben. Ich renne jetzt einfach weiter. Wir müssen ja noch... der Aufgabe. Ich spiele bloß der Brandbestie ein bisschen schon rumrennen, damit sie mich nicht gleich aggro nimmt. Ich muss gegen sie fighten. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger Lust drauf. Vielleicht sollte ich sie töten, weil sie legendär ist. Aber Lust habe ich da jetzt einfach nicht drauf. Könnte wieder 10 Jahre dauern wie beim letzten Mal. Kennen wir ja schon, ne?
Ist dieser Spalt vielleicht ein Spalt wegen der Brandbestie oder zeigt es mir immer nur an, wo eine Brandbestie sein könnte? Fragen über Fragen, die ich da habe. Ach, oh, cool, bloß eine tägliche Quest. Ah. Dann sind die anderen wahrscheinlich auch Daily-Dinger oder wie und warum ist aber mal. Achso, es wird gerade dunkel. Das ist ja super ugly. Aber gut, im Fallout sehen wir ja zum Glück immerhin noch etwas, auch wenn es dunkel ist. Also spielt das hier vollkommen keine Rolle. Jupp, jupp, jupp. Achso, das ist eine Fabrik. Ich dachte, das ist noch ein Bahnhof. Können wir da verkaufen? Aber nein, es ist eine Fabrik. Ärgerlich. Wir müssten mal wieder was trinken, ne? Gab es nicht irgendwie Autolaufen oder so? Irgendwie gab es... Ne, das war Hauen. Ich bin der Meinung, hier gab es auch Autolaufen. Vor mir ist ein NPC. Also, vor mir ist irgendwas. Weiß ich noch nicht, was? Und der scheint unter mir zu sein. Gibt es hier einen Höhleneingang oder... Sage... Ach nee, das... Jo, ist das Ding laut? Ich würde das alles verkaufen und oder verwerten, weil wir brauchen die Metz daraus, die wir daraus bekommen. Ne, wir müssen noch geradeaus. Ach so, wir müssen da lang. Jupp, jupp, jupp. Warum ist die Brandbestie? Die lassen wir einfach mal da ohne... ohne sie anzuschießen. Naja. Oh Gott. Gott, war das close. Das war knapp, aber was hast du? Rechter Arm. Geil. Aber das sieht aus wie... Okay, das ist definitiv ein Dings. Ein... Wie heißt das? Empfehlung erteilt. Was? Berechne. Ausreichende Empfehlungen erhalten. Was? Herzlichen Glückwunsch, Benutzer. Was? Sie wurden befördert. Wohin? Ihr neuer Rang, General. Oh. Aktualisiere Benutzerzugang. Kommandozentralen Privilegien erteilt. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich. Oh. Ja, werde ich machen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Dieser Offizier am Deck. Okay, da müssen wir. Ich bin ja tot. Da müssen wir definitiv hin. Die Aufgabe würde ich ganz gerne weitermachen, weil wir wollen ja den Yuko mal zünden. Und soweit ich weiß, können wir denn da, soweit wir das haben und soweit wir einen relativ hohen Rang erreicht haben, den Yuko zünden. Und darauf habe ich Bock. Oh, cool. Wie viele Stimpacks habe ich jetzt wieder? 27. 44. Mega. Mega, mega, mega. Freut mich. 1500 Erfahrungspunkte. Schmeckt. Oh, Junge. What the fuck haben die einfach zwei Miniguns? Was ist los bei ihnen? Was haben die getrunken? Was haben die getrunken? Da fuck. Ei, Jungs, das könnt ihr nicht bringen. Denn das Ganze noch einmal. War ja gerade schon einfach um meine... Oh, warte mal, wieso habe ich noch eine Erfahrungspunkte bekommen? Für was? Was habe ich getan? Richtig, ich habe rein gar nichts getan. Oh. Dessen habe ich Erfahrungspunkte bekommen.
Wo ist er hin? Wo ist er hin, hä? Er ist irgendwo da hinten. Ich weiß nicht, wohin. Da ist er. Shit. Shit. Da. Kommst du mal wieder her, dann rennt er, ne? Ist der jetzt weg? Ne, der kommt. Oh lol, der kommt wieder, ne? Ich habe gar keine Ahnung, wie ich ihn schnell töten soll. Wir bleiben mal hier unten. Vielleicht kann er hier unten ja nicht. Ah, na. Was guckst du so, hä? Au. Sage mal, blauer Teufel. Na du? Kommst du mal wieder? Hallo? Bleibt denn der? Wo ist denn der jetzt hin? Ich sehe ihn halt nicht. Wenn er dann am Busch ist, ist das ziemlich doof. Ey, Teufel, komm mal wieder her. Mann, dass ich halt keinen Com Damage habe, ihn zu töten. Sieht schon echt cool aus. Du leidest an RHD-Würmern. Komm doch her, hä? Wo bist du? Der fühlt sich auch verarscht von mir. Komm her. Jetzt rennt die Sau wieder weg. Hey, bin ich jetzt weiter runter? Oh shit. No, ich hab's schon runter. Wo ist denn mein Tod? Da. Aua. Lass mich in Ruhe. Hier sind keine Türen. No. Muss ich ein Simpack nehmen? Ich weiß, dass ich in Gefahr bin. Aber ich weiß nicht, wo er hin ist. Wir nehmen ein Stimpack. Wir sind außer Gefahr. Da hinten ist das, was ich nehmen soll. So. Persönliches Tagebuch. Vault 76 wurde für die besten und klügsten Köpfe gebaut. Mhm. Aber nicht alle Vaults waren dafür bestimmt. Das Programm zur Erhaltung der Gesellschaft. Ich sollte davon gar nichts wissen, aber als ich es herausfand, Evan wollte, dass ich es der Presse erzähle, aber ich tat... Richtig. Alter. Ja, Experimente an Vault-Bewohnern waren unethisch, aber das Ziel, die Abwesen geeignet... Sieht cool aus. ...für die Neubevölkerung... Angefertigt. Okay, die behalten wir mal. ...Extremsituationen zu verstehen. Was, wenn das unsere einzige Möglichkeit war, zu überleben? Wir können nicht jeden retten. Das ist richtig. Das hatten sie uns immer gesagt. Und ich dachte und denke immer noch, dass sie recht hatten. Vortex war Terror, dass ich es wusste. Ich dachte, man würde beruhigen oder einsperren. Doch stattdessen vertrauten